Herbert Weber hat in der Vorwoche bei uns im Sky-Studio Hans Krankl mit Denialer verglichen, wollte das nicht tun, hat es aber dann trotzdem gemacht und die Frage gestellt, was hätte der gesagt, würde ihn der Trainer auf die Bank setzen? Sind es einfach andere Zeiten, Hans, oder muss ein Torjäger immer spielen? Der Denialer ist der Denialer und ich bin der Hans Krankl. Es waren ganz andere Zeiten. Ich habe vor langer Zeit gespielt und nein, ich bin nicht austauscht worden, nein, ich war nicht Ersatz. Ja, wahrscheinlich worden bist du schon hin und wieder. Bitte? Hin und wieder bist du schon ausgetauscht worden. Nie. Meine Trainer haben mir genug Vertrauen gegeben. Es war immer die Geschichte, es war eine andere Zeit mit der Manndeckung damals. Also habe ich Tor geschossen, war ich immer der King of Rock'n'Roll. Habe ich kein Tor geschossen, war ich zugedeckt, abgemeldet. So hat es damals geheißen. Und es war immer ein Auf und Ab und daher. Aber meine Trainer haben das Vertrauen gehabt, dass ich ganz einfach, so wie man gesagt hat, man hat mich vielleicht 80 Minuten nicht gesehen. Oder weniger oder mehr. Und dann habe ich ein Tor geschossen. Gab ja noch nicht so viele Kameras. Ja? Vielleicht war das wahrscheinlich der Grund, weil es noch nicht so viele Kameras gab. Das habe ich manchmal nicht gesehen. Aber mich hat keiner nicht aufgestellt. Also meine Trainer haben mich aufgestellt, aber die haben halt das Vertrauen zu mir gehabt. Und er wird den Stürmer oder diese beiden Stürmer aufstellen, wenn er zwei aufstellt, denen er das Vertrauen schenkt. Und das hat der Trainer zum Entscheiden. Der Trainer sieht es am besten. Ich war selber Trainer und ich habe selber immer gute Stürmer gehabt und ich habe auf das sehr viel Wert gekriegt. Und es war immer interessant und ich habe gearbeitet mit denen. Und da legt man sich als Trainer genau fest, wer spielen wird. Manchmal hat man Riesenfreude und es geht alles auf und manchmal ist das Training wunderbar und es passiert gar nichts. Ja.